Ich möchte jetzt hier zeigen, wie man das Mittelwertmodell im Sinne dieses PWM-Switch-Modells benutzen kann, um damit zum Beispiel auch Blockschaltbilder abzuleiten, wie man sie in blockorientierten Simulationsprogrammen wie MATLAB Simulink oder SkyCos XCos benutzen kann, um die Regelstrecke zu simulieren, das heißt den DC-DC-Wandler als Regelstrecke zu simulieren. Das heißt, der Ausgangspunkt wird sein, das Mittelwertmodell mit den gesteuerten Quellen, und zwar das nichtlineare Großsignalmodell, am Eingang hier UE-Mittel, den Schalter wieder ersetzt durch die gesteuerte Quelle D mal IL-Mittel mit dem steuernden Strom als Strom durch die Induktivität und der zweiten steuernden Größe unserem mittleren Tastverhältnis. Die Diode ersetzt durch eine Spannungsquelle D mal UE-Mittel, also auch hier wieder diese gesteuerte Spannungsquelle und am Ausgang unseren Kondensator C sowie den Lastwiderstand R mit dem mittleren Strom IC-Mittel, dem Ausgangsstrom IA-Mittel, der Ausgangsspannung UA-Mittel und der mittleren Kondensatorspannung UC-Mittel. Wie kommen wir jetzt zu einem Blockschaltbild hier raus? Tatsächlich kommt man zu einem Blockschaltbild, indem man hier die Energiespeicher betrachtet und für die beiden Energiespeicher jeweils einen Integrator vorsieht und versucht dann über die Maschen- und Knotenregel hier Gleichungen aufzustellen, sodass man die Eingangsgrößen des Integrators bestimmen kann. Das heißt, wir sehen, wir haben die Induktivität und den Kondensator und für beide gibt es irgendwo eine Grundgleichung in der Form für die Induktivität. UL Mittel ist gleich L mal DI Mittel nach DT. Und das könnten wir auflösen zu IL Mittel ist gleich 1 durch L mal das Integral über UL Mittel DT. Und genauso für den Kondensator könnten wir sagen, okay, da gibt es die Grundgleichung IC Mittel ist gleich C mal DUC Mittel nach DT. Jetzt hier mit den Mittelwerten, weil wir das Mittelwertmodell haben. Und daraus würde dann folgen, die energietragende Größe UC Mittel ist gleich 1 durch C mal Integral IC Mittel DT. Und die Idee ist jetzt folgende: Wenn wir so ein System haben, wie wir hier sehen, mit zwei Energiespeichern, dann werden wir zwei Integratoren benötigen in unserem Ersatzschaltbild. Und diese beiden Gleichungen geben uns sozusagen vor, wie wir diese Integratoren in das Blockschaltbild reinbilden. Das heißt, am Ausgang der Integratoren habe ich jeweils die energietragenden Größen IL-Mittel bzw. UC-Mittel. Und am Eingang kriege ich hier einerseits eine Spannung UL-Mittel, andererseits einen Strom IC-Mittel und die ermittle ich über Bilanzgleichungen, das heißt eine Spannung ermittle ich über eine Maschenregel und einen Strom, der in den Kondensator reinfließt, ermittle ich über die Knotenregel. Das heißt tatsächlich, was wir bestimmen werden, ist, wir werden hier oben den Knoten K bestimmen am Kondensator und gleichzeitig aber auch die Maschenregel für diese jetzt hier eingezeichnete Masche M bestimmen, in der die Induktivität liegt, um die Spannung UL-Mittel zu bestimmen. Und das wird der Ansatz sein, um jetzt zu diesem Blockschaltbild zu kommen. Das heißt, das Erste, was ich jetzt machen werde, fangen wir mit der Induktivität an. Ich weiß, diese Abbildungsvorschrift sagt mir jetzt, okay, ich kriege irgendwo hier diesen Strom IL-Mittel raus und dieser kommt aus einem Integrator raus. Machen wir das hier mit einem Integralzeichen, beziehungsweise in MATLAB Simulink zum Beispiel mit einem Block 1 durch S. Und davor muss das Signal mit einem Proportionalelement 1 durch L multipliziert werden. Und dann muss die Größe, die hier vorne anliegt, UL Mittel sein. Ja, das ist einfach bloß diese Gleichung umgesetzt in ein Blockschaltbild. UL Mittel multipliziert mit 1 durch L, anschließend integriert, ergibt IL Mittel. Und jetzt sehen wir, okay, UL Mittel muss sich ja irgendwie bestimmen. Was ist UL Mittel? Und das machen wir mit der Maschengleichung. Die Masche M sagt uns, UL Mittel in diesem Kreis ist D-Mittel mal UE-Mittel minus UC-Mittel, was hier UA ist. Das heißt, das ist D-Mittel mal UE-Mittel minus UA-Mittel, was das gleiche wäre in Anführungszeichen wie UC-Mittel. Das heißt, ich muss hier vorne eine Summations- bzw. Subtraktionsstelle haben, wo auf der einen Seite D-Mittel mal UE-Mittel drauf geht und auf der anderen Seite davon abgezogen wird UA-Mittel. Ja, und dann sehen wir, okay, das hier ist jetzt dann die Maschenregel sozusagen, diese Summationsstelle und die Grundgleichung der Induktivität führt hier auf diese beiden Blöcke, Proportionalelement und den Integrator. Dabei wollen wir es jetzt erstmal belassen, weil tatsächlich, weil UA-Mittel gleich UC-Mittel ist, werden wir uns jetzt unserem zweiten Integrator zuwenden. Wir wissen nämlich, die Größe UC-Mittel ist der Ausgang eines zweiten Integrators. Ja, machen wir das hier nochmal rein. Ich habe hier also einen zweiten Integrator, dessen Ausgangsgröße ist UC-Mittel, nachdem sie mit 1 durch C multipliziert wird und hier entsteht dadurch, dass wir hier eine zweite Bilanzgleichung irgendwo aufstellen, und zwar die Knotengleichung, um IC-Mittel zu bestimmen. Das heißt, hier muss irgendwo IC-Mittel draufgehen. Wenn wir das mit 1 durch C multiplizieren, integrieren, kommt UC-Mittel raus. UC-Mittel ist gleich UA-Mittel
Mittel. Das heißt, wir könnten schon eine Sache machen, könnte sagen, hier, okay, das muss irgendwie hier hinten zurückgeführt sein und wird hier so eine Rückkopplung bilden. Und jetzt schauen wir an, okay, wie bestimmen wir IC-Mittel? IC-Mittel bestimmen wir über die Noten K, die Beziehung dort oben. Und wir sehen, hier fließt der Strom IL-Mittel zu, es fließen die Ströme IC-Mittel und IA-Mittel ab. IA-Mittel ist aber nichts anderes als durchs Ohmsche Gesetz bestimmt die Spannung UA-Mittel geteilt durch R. UA-Mittel ist aber gleich wie UC-Mittel, ist also UC-Mittel durch R bzw. UA-Mittel durch R. Und wir sehen, wenn wir jetzt IC-Mittel auswerten, IC-Mittel ist also IL-Mittel minus IA-Mittel. Das heißt, wir haben hier vorne IL-Mittel minus einen zweiten Stromwert. Das muss IA-Mittel sein. Und diesen kriegen wir aus der Ausgangsspannung, wenn wir diese mit dem Faktor 1 durch R multiplizieren. Das heißt, hier ein Proportionalelement, 1 durch R. Wir gehen hier wieder auf die Ausgangsspannung. Und dann haben wir hier schon ein Blockschaltbild mit zwei Integratoren für unseren Tiefsatzstelle, für unser LC-Filter. Jetzt fehlt uns noch was. Tatsächlich hat dieses System zwei Eingänge, und zwar die Eingänge D und UE. Das heißt, die Spannung D mal UE, die hier vorne entsteht, ist eigentlich die Multiplikation von zwei Signalen. Deswegen hier so ein nicht-linearer Block. Die markiere ich häufig mit doppelten Rahmen, um sie zu unterscheiden von den linearen Abbildungsvorschriften. Dann haben wir hier die Eingangsgröße UE-Mittel, die mittlere Eingangsspannung, und hier die Eingangsgröße D-Mittel, das mittlere Tastverhältnis. Und das hier wäre dann das komplette Blockschaltbild für den Tiefsetzsteller. Und man könnte jetzt mit diesem Blockschaltbild zum Beispiel in Simulink ein Modell aufbauen, seinen Regler dazu machen und dann den zum Beispiel heuristisch-empirisch auslegen und damit sozusagen den Tiefsetzsteller als nichtlineares System beschreiben, simulieren, ohne dass man tatsächlich eine Schaltung benutzt, sondern diese in der Regelungstechnik übliche Blockdarstellung benutzt. Die Vorgehensweise, um das zu machen, ist eigentlich bei allen DC-DC-Wandlern gleich. Das heißt, man geht hier über diese Beziehungen für die Energiespeicher und dann über Maschen- und Notenregeln, um das auszudrücken. Jetzt füllen wir hier das noch aus, weil wir das nur besprochen haben, aber nicht aufgeschrieben haben. Das heißt, die Notenregel hat hier nochmal gesagt, dass wir hier eigentlich IC-Mittel bestimmen als IL-Mittel minus IA-Mittel bzw. UA-Mittel durch R. Und tatsächlich die Elemente hier, die Energiespeicher, führen immer zu so Integratorblöcken mit zusätzlichen Vorfaktoren hier als Proportionalelementen, und diese Bilanzgleichung, Maschenregel, Knotenregel, wo wir jetzt diese Größen, die unter dem Integralzeichen drinstecken, auswerten, sind eigentlich immer als Summations- bzw. Subtraktionsstellen an dem Blockschaltbild zu finden. Das heißt, wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, kann man mit relativ wenig Aufwand auch für kompliziertere DC-DC-Wandler diese Blockschaltbilder zum Beispiel ermitteln, wobei man dann häufig berücksichtigen muss, anders als beim Tiefsetzsteller, sobald man Signalmultiplikationen hat, dass man hier so nicht-lineare zusätzliche Blöcke reinmacht. Das wird ein kleiner Unterschied sein bei anderen DC-DC-Wandlern, dass man nicht bloß eine Multiplikationsstelle hat, sondern zum Beispiel zwei oder drei. Und deswegen diese Blockschaltbilder etwas komplizierter aussehen, aber die grundsätzliche Modellierungsart würde gleich